Heute möchte ich Ihnen ein paar wissenswerte Dinge zu Kürbissen erzählen. Hier im Garten baue ich den Hokkaido-Kürbis an. Ich denke, das ist mit der bekannteste, der große oder kleine Orange. Und ich baue auch den Butternut-Kürbis an. Das ist dieser gelbliche. Das sind die Kürbisse, die Sie auch im Handel meist zu kaufen kriegen und die sehr beliebt sind, weil sie eben eine Größe haben, dass sie eine vierköpfige Familie auch auf einmal verspeisen kann oder ja, zweimal einen halben machen kann. Wie die dann im Innern aussehen, zeige ich Ihnen in der Küche. Ja, Kürbisse hat uns Kolumbus aus Südamerika mitgebracht. Die sind dort so wichtig wie Mais und Bohnen als Grundnahrungsmittel. Und sie haben aber auch ihren Siegeszug bei uns in der Küche angetreten, weil sie erstens mal, wenn man selber einen Garten hat und sie anbauen möchte, sehr leicht zu kultivieren sind, wenig Platz brauchen. Es ist zwar jetzt hier viel Platz, aber sie haben, ja, man kann sie auch auf dem Kompost oder neben dem Kompost anbauen, in irgendeinem Eck vom Garten. Das mögen sie eigentlich sehr gern. Sie sehen, er wächst sogar in den Apfelbaum hinein und verbreitet sich da. Sie sind unheimlich leicht zuzubereiten in der Küche. Der knallorangene Hokkaido ist mit Schale zu verzehren. Das macht ihn am allereinfachsten und hat halt viele wertvolle Inhaltsstoffe. Bis zu 90% Wasser. Wenn ich Ihnen das sage, das bedeutet immer, dass es sehr wenige Kilokalorien sind, also sehr wenig Energie, die uns der Kürbis liefert, aber dafür ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Kieselsäure ist mit drinnen oder auch der rote Farbstoff, das Beta-Carotin, das auch das Erhitzen übersteht und das für uns als Provitamin A, also Vorstufe des Vitamin A, ein ganz wertvolles Vitamin ist. Ja, wir unterscheiden Sommer- und Winterkürbisse. Ich habe jetzt hier die Winterkürbisse, die heißen deswegen so, weil sie den Winter überlagerbar sind. Im Vergleich zu den Sommerkürbissen, da gehören diese Patissons oder wie wir sagen die Ufos dazu oder die Rondinis oder auch alle Arten von Zucchini. Die sind nicht lange haltbar, werden am besten innerhalb, ja, wenn sie geblüht haben, dann wächst meist die Frucht innerhalb einer Woche her und dann kann man sie auch schon verzehren und sollte sie verzehren und kann sie eben auch nicht lange aufheben. Wohingegen diese Kürbisse hier, die Winterkürbisse, die sollte man so lang wie möglich am Stock lassen, bis dieses Blattwerk auch, so wie Sie es hier schon sehen, es fängt an abzuschwelgen. Dann ist der Kürbis auch gut ausgereift. Sie erkennen es auch daran, dass der Stiel verholzt oder verkorkt. Ich schneide hier mal den vom. Also der hat noch Saft, den müssen wir jetzt gleich verarbeiten, wenn der so richtig verholzt ist. Dann ist der Kürbis auch gut mal 3-4 Monate haltbar. Sie müssen darauf achten, dass Sie ihn vor dem ersten Frost ernten und Sie müssen darauf achten, dass Sie ihn nicht zu kalt lagern. Unter 10 Grad mag er eigentlich nicht, ist also keine Frucht, die Sie im Kühlschrank lagern, die Sie aber gut in Ihrer Garage lagern können. Was man so mit dem Kürbis alles machen kann und wie man ihn zubereiten kann, das zeige ich Ihnen dann später noch in meiner Küche.